Stefan, denk dran, ne? Wenn Fuß und Knie wehtun, dann nimmst du die Schmerztablette, knickst sie in der Mitte, nimmst sie ein, damit die an beiden Stellen wirkt. Jetzt hat der DFB sich entschieden. Julian Nagelsmann wird unser neuer Bundestrainer. Jetzt denkst du ja mit 36, dass der Jüngste, dem... Nee. 1926, Otto Nerz. Der war 34 Jahre alt, der Otto Nerz. Der hat auch übrigens den Mantel, den Nerzmantel. Aber dafür verzichtet der Julian ja auf Geld. Das finde ich halt gut. Kriegt von den Bayern eigentlich noch Millionen. Jetzt sagt der DFB aber, nö, komm, Julian, du kriegst 400.000 Euro im Monat. Mhm. Der DFB und Nagelsmann, die setzen halt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein richtiges Zeichen. Ne? Dafür, dass der Julian jetzt weniger Geld kriegt, hat er aber mehr Privilegien beim DFB. Ne? So darf der Julian jetzt auf der Bank weiter sein Tablet benutzen, ne? Und während der Spiele auch noch Paw Patrol schauen. Ist es so, dass die Konfirmation vom Nagelsmann auf ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft fällt, also an dem Tag, darf er frei machen. Und die Mohnbrötchen, ne, für die Rasur alle 4 Monate, die stellt auch der DFB. Hermann, denk dran, Bauchspeck ohne B ist auch Speck. Und jetzt wird ja schon spekuliert, welche Spieler sind denn die Gewinner und die Verlierer durch Julian Nagelsmann. Ich sag mal so, Gewinner habe ich in der Nationalmannschaft schon lange nicht mehr gesehen. Und Timo Werner ist nur gesetzt beim Nagelsmann, weil die Erwartungen vom DFB an den Nagelsmann genauso hoch sind wie die Bälle, die Timo Werner über die Bude bolzt. Viele haben ja von euch kommentiert im Internet bei Bild, Kicker und so weiter, der Uwe muss Nationaltrainer werden. Ich hatte ja dem DFB ein offizielles Bewerbungsvideo geschickt. Ich glaube aber, ich war denen einfach zu alt. Christian, bringst du mir kein Weizenbier, dann ist das unterlassene Hefeleistung. Hi Leute, ich bin der Uwe und ich würde es gerne machen als Nationaltrainer. Ich bin 24 Jahre alt und kann halt nicht so lange von meiner Mama weg. Also die USA-Reise muss halt jemand anders machen. Kann aber super mit den Spielern. Ne? Zum Süle würde ich zum Beispiel sagen, guck mal Niklas, stellt sich ein Flamingo auf die Waage und hebt ein Bein, dann bringt das auch nichts. Als Führungskraft trinke ich gerne Leitungswasser. Und Andreas, der ist noch für dich. Was ist die Mehrzahl von Rettich? Meerrettich. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass die mich beim DFB nicht genommen haben. Psst, ne Patrick, du wunderst dich auch immer, warum ist denn Festbier flüssig? Ja, und in der Bundesliga stehen die Zeichen auf Wechsel. Ne? Bayern 04 Leverkusen an der Spitze. Und die haben in dieser Woche XXL-Poster aufgehangen an der Bayer-Arena. Jetzt frage ich mich gerade bei dem Ministadion, wie die XXL ist. Ist das dann DIN A5? Ist aber auch egal. Also die alten Stars wie Ballack, Ulf Kirsten, die wurden abgehangen. Dafür wurden dann Wirtz und Co. ganz gut. Es muss halt die Plakate alle halbe Jahre wechseln. Aber das ist jetzt aber auch erstmal egal. Man wollte ja jetzt ein Zeichen setzen. Da steht dann bei Palacio Weltmeister unterm Kreuz. Ich glaube, wir machen auch so Plakate. Ne? Vom Hermann, ne? Also quer. Da steht dann Torwart Hermann. Ich habe Rücken. Andi, der Stelzbock. Ja, was? Der Andi hat mir gesagt, er will bei seiner Beerdigung Folgendes auf dem Sarg stehen haben. Wer noch nicht mit ihm in der Kiste war, hat jetzt die letzte Chance. Und jetzt kommst du. Andi, telefonierst du auf dem Platz nochmal mit deiner Ollen? Sagst zu mir aber, Schnuckiputz ist nicht deine Freundin, sondern eine Reinigungsfirma? Dann knallt's! Was ist da eigentlich los in den letzten Wochen im Fußball? Der VfB Stuttgart hat eine neue Strategie mit Gyurassi. Hier, Kolo Muani wird vermisst von Dino Topmüller. Aber es gibt nur einen, Rudi Völler. Am besten verpasse ich mir noch einen neuen Haarschnitt und am Ende spielt in der Champions League Union gegen Real Madrid. Aber was reim ich mir hier eigentlich zusammen? Früher war das ganz einfach, ne? Zu jedem Topf gehört ein Deckel. Heute ist es so, der Deckel fühlt sich erstmal schlecht, weil er wäre gern ein Topf. Der Topf ist aber mittlerweile ein Wok, wäre aber viel lieber eine Bratpfanne. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat sich jetzt hier so eine Zwille gebastelt und verschießt damit immer Croissants und sagt zu mir, Trainer, guck mal, ich habe einen Teilchenbeschleuniger. Ja. Zu jedem Topf gehört ein Deckel. Heute ist es so, der Topf fühlt sich erstmal Ja, fängt schon an. Sind für die Outtakes sensationell. Andi, telefonierst du noch mal auf dem Platz? Sagst mir aber, Schnuckiputz ist... Ja, jetzt bimmelt's. Sagst du mir aber, Der war super. Den nehmen wir, der ist gekauft. Am besten verpasse ich mir noch einen neuen Haarschnitt und Ja, nochmal machen. Am besten verpasse ich mir noch einen Haarschnitt... Andi! Der Andi hat bei seiner... Stefan, hör doch mal auf zu heulen auf dem Platz. Bist du ein Wolf oder was?
Hast du was gesagt? Soll ich nochmal machen oder was? Oder hast du was gesagt?